Hallo, ihr Lieben! Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute in dem Video zeige ich euch mal, wie ihr ein ganz schnelles Herbstkörbchen zusammenstellen könnt. Und zwar auch wieder ganz einfach mit Folie ausgelegt und diesen Steckschaumstücken, die ich dazu reingelegt habe. Darauf kann man dann jetzt ganz geschickt diese Kürbisse platzieren. Dann habe ich zwei Alpenveilchen in Pinkfarben und dazu passend herbstlich natürlich zwei Besenheide. Wenn ihr natürlich dieses Körbchen nicht mit Erde ausfüllt, dann kann man ganz einfach auch immer wieder mal andere Blumen dazu stecken. Da ich in meinem Garten sehr viel Efeu habe, habe ich mir überlegt, dieses Körbchen jetzt noch etwas auszukleiden mit ein paar Efeuzweigen. Dann habe ich mir noch einen Bund Chrysanthemen gekauft, die farblich auch sehr gut passen, was ihr natürlich ganz geschickt machen könnt. Wenn ihr diesen Steckschaum vorher in Wasser drängt, dann könnt ihr natürlich diese Chrysanthemen mit dazu stecken und dann halten die auch ein paar Tage. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, auf Instagram, Facebook, Pinterest oder TikTok bei mir vorbeizuschauen. Natürlich werdet ihr in nächster Zeit einige neue Herbstdeko-Ideen von mir sehen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch auch wieder auf meinem YouTube-Kanal Sandy's Happy Place begrüßen dürfte. Auch bin ich immer ganz gespannt auf eure Kommentare zu meinen Deko-Ideen und natürlich, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, wäre es auch ganz toll. Und diejenigen, die mich noch nicht kennen und vielleicht öfters mal ein Video von mir anschauen möchten, würde ich mich natürlich über ein Abonnement von euch sehr freuen. Ich sage dann mal Tschüss und bis bald, eure Sandra. Ach ja, und was ihr natürlich noch dazu stecken könnt oder legen könnt, das ist eine Lichterkette. So, jetzt aber wirklich Tschüss und bis bald!